Willkommen zurück zum Pokémon Karmesin DLC The Teal Mask. Wir fangen uns heute das letzte des Trios ein, und zwar Okidoki, wie es auf Englisch heißt. Und noch vieles mehr. Bam, bam. Der kleine Hundi, der fehlt mir noch in meiner kleinen, aber feinen Collection, bis ich euch dann alle habe. Ja, ich habe ein bisschen die Pokémon trainiert, außer Panferno, der tue ich wahrscheinlich wieder raus. Aber ja, ich glaube, einen Slam sollten sie überleben. Ja, tun sie auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Genau, wir haben heute einiges vor. Nicht nur wollen wir uns Bonino fangen, glaube ich, heißt der auf Deutsch, oder? Ja, genau, Bonino. Sondern, wie gesagt, es gibt ja noch einiges hier in der Afterstory, was man noch machen kann. Außerdem habe ich komplett vergessen, mir die neuen Klamotten anzuschauen, die wir freigeschaltet haben. Nur halt so alles andere außer halt Oberteil und Haare und so. Die beiden habe ich komplett vergessen, also die werden wir uns einfach noch anschauen gleich. Eigentlich ist es egal, wer jetzt reingeht. Ich habe ihn gut geschwächt, ich habe leider keinen, der noch weiteres machen könnte. Mit Paralyse oder sonst was. Deshalb fange ich jetzt an mit den Bällen. Hyperball am besten. Ja, ich habe nochmal neue Bälle gekauft, weil ich langsam keine mehr hatte. Dazu komme ich dann auch nochmal, wenn es dann soweit ist. Aber ich glaube, Bonino ist so der beliebteste von den dreien, oder? Ich mag den auch am meisten, um ganz ehrlich zu sein. Ich mag den auch am meisten. Ich war am Überlegen, den vielleicht zu benutzen im Team. Einen von den dreien, aber jetzt bin ich mir nicht so sicher. Es gibt momentan bei mir viele Kandidaten, die ich mein Team tun könnte. Größtenteils auch für den zweiten DLC, weil der erste hier ist ja jetzt größtenteils auch wieder vorbei. Genau, ich habe sie Titan umgeändert, weil sie Titan viel zu hoch gelevelt war nach einer Zeit. Weit über Level 80, das fand ich dann zu OP, deshalb habe ich es mal rausgeswitcht mit einem anderen Teammate. Ich glaube, das einem die eigentlich sowieso nur, damit er nicht Game Over gehe. Aber ist auch egal. Bonino macht Stress und Ärger, ähnlich wie die anderen beiden Legis. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ich fände es viel besser, wenn du einfach in den Ball bleiben würdest. Das würde mir viel ersparen. Und viel Zeit ersparen. Und Zeit ist Geld, also auch viel Geld ersparen auf irgendeine Art und Weise bestimmt. Ah, jetzt. Also irgendwie, Bonino gefällt mir nicht nur am meisten, sondern aber jetzt auch am einfachsten zu fangen. Nett. Wunderbar. Bonino, lag kein Pokémon Giftkampf, der einfach nur so rumsteht. Die Giftstoffe aus der Kette um seinen Hals haben all seine Muskeln stimuliert und ihm einen kräftigen Körper verliehen. Das ist außerdem mein Team, aber egal. Nice, damit haben wir alle drei. Und als nächstes sehen wir uns dann wahrscheinlich irgendwo im Klamottenladen. Ja. Leute, ich finde gerade zum allerersten Mal heraus, wenn man ganz, ganz weit reinzoomt, dann sieht man hier die Icons von den jeweiligen Orten. Okay, also angeblich gibt es dort vorne einen Klamottenladen. Und zwar direkt hier. Wo die ganzen Bags sind. Rücken. Ist das Klamotten oder ist das nur Backpack? Ne, das ist nur Backpack. Oder haben wir auch neue Backpacks? Ah, haben wir. Ja, kann ich dir auch schon mal zeigen. Ja. Two-in-Ones. Ja, okay, mehr ist er auch nicht. Ja, keine Ahnung, wo man die Oberteile findet, um ehrlich zu sein. Vielleicht hat man sie auch schon im Umkleidemenü. Ich kann da mal kurz vorbeischauen. Also hier steht neu. Neue? Okay, ich bin mir gerade sehr unsicher. Egal, falls ihr es wisst, lasst mich auf jeden Fall wissen. Ich finde nämlich gerade gar nichts. Das Einzige, was ich noch finde, ist hier der Friseur. Und ich glaube, es gibt neue Frisuren. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Finden wir es einfach heraus. Ja doch, grüne Style-Karte. Okay, doch, hier gibt es neue Sachen. Okay, dann ändern wir unsere Haare einfach nur, weil wir es können. Okay, Frisur für 3K. So, was sind denn die neuen Sachen? Werden die angezeigt als neu? Ja,
Okay, hier Kitakami Pferdeschwanz. Sieht ganz nett aus. Ich mag aber den Schild auf der anderen Seite. Hochzopf. Hä? Was ändert sich denn? Oder muss ich jetzt erstmal an. Achso, ich muss jetzt noch anklicken. Das ist, glaube ich, das männliche. Zersauster Kurzhaarschnitt. Okay. Bob mit Mittelscheitel. Das sieht nice aus. Langer Bob mit Pony. Das sieht auch sehr nice aus. Langer Bob mit Undercut. Boah. Das hat was. Das hat was. Halber Dutt. Ja, okay. Ein bisschen basic. Und Bantu-Knoten. Das ist auch cool. Ist aber bestimmt sehr anstrengend, sowas aufrecht zu halten. Aber schaut mal. Hihi. Wiggle Physics. Ups, was ich gemacht? Ich bin auszusehen. Nein, Hilfe. Okay. Ich glaube, am besten fand ich den langen Bob mit Pony. Den finde ich eigentlich sogar von den neuen am besten. Obwohl das natürlich auch sehr hübsch ist, aber das war halt für die Party. Die Party ist vorbei. Jetzt nehmen wir das. Natürlich in Beigeblond. Weil warum nicht? Okay, komm, let's go. Haben sie eigentlich schon mal gemacht? Naja, wie auch immer. Mit LP am besten zahlen, wenn es geht. Und ich kann mal gucken, ob ich mein Outfit nochmal ändere. Wenn ja, dann sehen wir uns gerne mit einem neuen Outfit wieder. Das, damit nerv ich euch jetzt nicht. Da bin ich wieder mit dem neuen Drip. Ja, lasst mich wissen, wie ihr das findet. Keine Ahnung, ich habe einfach irgendwas genommen. Die Mütze hat mich sehr an meinen Charakter aus Schwert und Schild erinnert. Den fand ich auch eigentlich ganz nett. Und ja, ich habe jetzt die letzte Zeit damit verbracht, meinen Pokédex ein bisschen aufzufüllen. Ich bin fast fertig, wie ihr sehen könnt. Wir finden noch ein paar einzelne. Und ansonsten bin ich dann fertig. Und wenn man 150 von den 200 im Kitakami Pokédex gefunden und gefangen hat, dann kann man mit Gemma reden. Sagt auch schon jetzt, hallo Kleine, der hat nämlich eine Aufgabe für uns. Na. Oh, hallo Kleine, sag bloß. Du hast also mindestens 150 Pokémon-Arten aus der Kitakami-Provinz gefangen? Wow. Ach, so nichts Besonderes. Ja, ganz genau. Mhm. Echt fantastisch. Du bist wirklich was Besonderes, Kleine. Ich bin zwar schon länger in Kitakami als du, aber du kennst dich wahrscheinlich mit den Pokémon hier mittlerweile besser aus. Ach, da fällt mir ein. Da du so eine Meisterin im Fangen von Pokémon bist, habe ich eine Bitte an dich. Was denn für eine Bitte? Hau mal raus. Da stellst dich direkt rein. Das gefällt mir. Dann gleich dir mal, worum es geht. Ich bin nach Kitakami gekommen, um ein bestimmtes Pokémon zu fotografieren. Aber so sehr ich auch suche, ich kann es einfach nicht finden. Deswegen wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir dabei etwas unter die Arme greifen würdest. Gerichten zufolge soll dieses Pokémon richtig stark sein, musst du wissen. Wenn du es fangen könntest, wäre es bestimmt ein zuverlässiger Begleit auf deinen Reisen. Soll es dein Interesse geweckt haben, würde ich mir gerne ein Bild von deiner Stärke machen. Wenn wir zusammenarbeiten, muss ich schließlich wissen, was du so drauf hast. Ein Bild von der Stärke? Lui. Außerdem will ich ein paar Action-Shots von dir machen. Okay, können wir ruhig machen. Ich mag das gerne für Kanada. Kämpfe gegen Gemma? Ja, ich kann es ja mal versuchen. Hey Kleine, bist du bereit für unser Fotoshoot? Ich meine, für unser Kräftemessen? Klar doch. Kennt das Vulkanon da mit? Das uralte, der Opa da? Ja, da mal Munition. Warum hat sie ihm noch keinen Feuerstein gegeben? Das ist bestimmt uralt. Ich bin zwar nicht besonders stark, aber auf einen guten Kampf. Diese Fotogelegenheit lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Ist das ein normales Trainerfilm oder ist das ein neues? Das hört sich an wie ein normales Trainerfilm, wenn ich ehrlich bin. Noctu, ja. Noctu ist ja sehr oft vertreten in dieser Gen, in dieser Kitakami-Provinz. Zeig mir deine Schokoladenseite, damit ich sie mit einem Foto verewigen kann. Ja, mal schauen. Ich habe leider nichts gegen dich. Eigentlich habe ich nur 4 Pokémon gerade, ne? Eigentlich ist es ein bisschen unfair, der Kampf. Aber okay, ich bin schon ziemlich overleveled. Ist in Ordnung. Und ich bin OP. Komm, ich habe Ogapon. Ogapon ist eines der OPsten Pokémon, die wir gerade haben. Aber es ist eigentlich immer so mit den neuen Legis in der neuen Gen, dass die erstmal krass sind und dann nächste Gen genervt werden. Meistens, nicht immer. Fodipurba, ein Pflanzen-Pokémon. Ich habe zwar ein Feuervieh, aber es ist zu langsam. Wegen dem Level. Beeindruckend, aber mein nächstes Pokémon kann das Blatt vielleicht noch wenden. Mhm. Hat sie 6 Pokémon oder wie sieht's aus?
Eigentlich bin ich dumm, ne? Weil ich bin ja jetzt auch teilweise Wasser. Was heißt, dass die mit Pflanzenattacken jetzt normal effekt. Ja, oder? Käfer, verdammt. Macht überhaupt mehr Damage? Je schwerer das Ziel ist. Ja, das Ziel vor mir ist sehr leicht, glaube ich. Ja, und ich verfehl. 90% ist 50%. So war das doch, ne? Oh, Schwerttanz. Oh, das sieht nicht gut aus für uns. Ich muss es trotzdem probieren. Ich glaube, wenn ich jetzt auswechsle, macht es nur schlimmer. Oh, davon sterbe ich. Ah, wegen Schwerttanz. Das hat mir so einen Rest gegeben. Ah, nee, wegen dem Crit. Ah, ja, ist klar, ein Crit. Okay, Spiel ist okay. Was soll das? Wow. Wer ist schnell? Wer ist von euch schnell? Wen würde ich denn als schnell einschätzen? Boah. Ist der Driplin vielleicht? Boah, ich weiß es wirklich nicht. Aber hey, ich bin auf jeden Fall interessiert an die neue Quest, weil ich mein neues Pokémon für das Team, also da bin ich dabei. Ja. Ich bin nicht schnell. Da, aber ich überlebe das, ich überlebe das. Und das killt. 100 Pro. Ja. Wenn man es viermal hintereinander sagt, dann passiert das auch. So funktioniert nämlich die Welt. Level up. Das war's schon. Oh. Das war's schon. Oh. Hab ich mir so viele Sorgen gemacht für nix. Da hast du mir ein paar echt gute Fotos geliefert. Mit einem Shiny auf dem Bild. Yeah. Das ist echt der Wahnsinn. Mir sind ein paar tolle Schnappschüsse gelungen. Ich denke, du kannst es auf jeden Fall mit dem Blutmond aufnehmen. Blutmond? So wie bei Breath of the Wild oder was? Ja, Blutmond ist der Beiname des Pokémon, das ich aufschwimmen möchte. Es ist ein Ursaluna. Was, ein neues Ursaluna? Und woher kennst du überhaupt Ursaluna? Hast du schon mal von diesem Pokémon gehört? Vor langer Zeit waren sie häufiger anzutreffen. Ursaluna haben normalerweise ein gelbes Muster auf der Stirn, das einem Vollmond erinnert. Aber bei diesem Exemplar ist es ein roter Mond. Ein Mond, der aussieht, als sei er im Blut getränkt worden. Daher der Name Blutmond. Ursaluna, oder besser gesagt Blutmond, soll früher in meiner Heimat gelebt haben, als sie noch Hisui-Region genannt wurde. Ah, sie kommt also auch aus Sinnoh. Anscheinend ist es irgendwann über das Meer nach Kitakami gekommen und hat sich hier niedergelassen. Mit deiner Hilfe kann ich es vielleicht endlich aufspüren und ein Foto von ihm machen. Also ist Blutmond Ursaluna irgendwie der Boss aller Ursalunas oder irgendwie sowas? Und dann, Partner, wollen wir Blutmond zusammen aufspüren? Ja, bin dabei. Wenn ich es im Team haben darf, gerne. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Und keine Sorge, ich werde mich natürlich revanchieren. Blutmonds wurde zuletzt nordöstlich des Oniyama gesichtet. Im Immerwald. Ich gehe schon mal vor und halte mich bereit. Komm, Fukano. Hallo. Da war ich sogar schon mal. Wegen dem Pokédex. Triff dich im Immerwald. Soll ich nicht erstmal meinen Pokémon heilen? Ja. Ich sollte wahrscheinlich erstmal kurz meine Pokémon heilen gehen. Aber ganz ehrlich, ich habe irgendwie erwartet, dass der Kampf jetzt schwieriger wird. Das waren zwei Pokémon, ne? Und da habe ich schon gestruggelt. Aber okay, mein Team ist nicht strukturiert. Ich habe kaum was geplant. Ich hätte auch ein Legi mit reintun können. Okidogi zum Beispiel. Den habe ich auch offscreen Okidogi genannt. Habe ich jetzt aber vergessen. Ja, genau. Also hier oben rechts ist der Immerwald. Hier sollen wir hin, wie ihr sehen könnt. Genau, wenn man einmal hier bei der Hornschlucht war, kann man da einmal hinfliegen und dann ist das ja, der kürzeste Entfernung vom Weg her zum Immerwald. Deshalb, den nehme ich immer. Genau, Schild zeigt hier in die Richtung ungefähr, müssen wir lang. Hier gibt es sehr viele Flug-Pokémon und alles. Und ich meine, es gab auch ein paar etwas seltenere Pokémon hier in der Umgebung oder auch im Wald. Bin mir gerade nicht sicher, vielleicht sehen wir das ja noch oder so. Aber ja, ich muss hier sowieso noch ab und zu mal ein bisschen hin, weil mir noch ein paar Pokémon von hier fehlen. Ich glaube, hier geht's Richtung Wald, ne? Oh, gehen wir direkt mit. Bizarro-Raum. Was ein bizarrer Name. Oh! Galagladi, selten. Sorry, aber das muss ich kurz fangen. Nice. Hat direkt gewackelt und ist drin geblieben.
Also, der Ball hat direkt gewackelt, aber es ist ein super Wurf, ja. Komm, sei leise, mir egal. Ich habe eigentlich Panferno nur noch drin, damit es ein bisschen die XP klauen kann. Ah, ne, ich hatte das. Ne, ich hatte. Achso, den Pudex-Eintrag hatte ich schon irgendwann gehabt. Wahrscheinlich wegen Traden oder so. Habe ich vergessen. Naja, passiert. Warum hat das Luxra rote Augen? Warum hat das rote Augen? Sehr brutal. Aber ja, hier sind wir im Walde. Im Walde. Aber wo genau sollen wir hin? Ich glaube zum Anfang des Waldes, ne? Ich glaube, ich bin schon so weit. Ich meine, ich habe das auf der Map so gesehen, dass es... Oh. Doch nicht. Müssen dort in die Richtung. Also wieder zurück. Aber wenn ich nebenbei mal ein paar seltene Items sehe, dann nehme ich sie auch mit. Frustventil. Frustventil. Okay. Also viele Attacken, glaube ich, merkt man auch, dass ich die nicht benutzt habe. Deshalb auch nicht, dass ich nichts weiß, was die machen. Aber hey, die hat einen Kapuzzi auf einmal. Cool. Ah, nee, sie fotografiert es nur. Sehr schön. Super, genauso. Los, zeig mir mehr von deiner niedlichen Seite. Perfekt, so ist's brav. Ach, du bist echt zum Knuddeln. Jetzt stillhalten, bitte. Bleib weiter so süß. Wow, so ein Gesicht kannst du auch machen? Du bist sowas von fotogen. Absolut zauberhaft. Fast schon unverschämt bezaubernd. Du hast mich völlig um den Finger gewickelt. Ah, ich muss den Notstand anrufen. Mein Speicherplatz reicht niemals aus für all die Fotos, die ich von dir machen will. Ah, kennst dich aus. Die Fotos sind so toll. Dann bin ich Spucke weg. Fufuka! Ah, du bist ja Partner. Ich hätte auch die ganze Zeit den Dialog beenden können, aber ich wollte einfach sehen, was sie macht. Sie liebt Quapuzzi, okay. Ist doch generell ein beliebtes Pokémon. Moment, wie lange bist du schon hier? Hast du dafür gehört, was ich gesagt habe? Ah, vergiss, ich will es gar nicht wissen. Also, hier in diesem Wald wurde Blutmond gesichtet. Das war nachts bei dichtem Nebel. Alter, dieses Bild... It hits different. Das sieht voll krass aus. Sieht voll krass aus. Ist mich gehypt. Man sagt, in nebligen Nächten zeigen sich andere Pokémon als sonst. Das trifft bestimmt auch auf Blutmond zu. Hä? Ist das etwa mein Liebling von eben? Willst du noch ein paar Schnappschüsse machen? Hm? Ah ja! Wow! Au! Kano müssen wir beschützen. Das arme kleine Opa-Ding. Müssen wir uns beschützen. Das! Gegen ein ganz normales Ariados wird gekämpft. Oh mein Gott, ich habe voll Angst. Ich habe Schüsse in der Buchs. Okay. Man kann sogar fangen, wenn man will. Ja, komm, hau ab. Tschüss. Es lebt noch. Mist, das wäre der perfekte Schnappschuss, aber so schnell komme ich nicht wieder auf die Beine. Das sieht mir nach dem Höhepunkt des Kampfes aus. Mach doch bitte ein Foto davon für mich. Hä, und wie mache ich das? Soll ich screenshotten oder was? Ich kann leider gerade nichts machen. Oh, jetzt. Ah, jetzt bin ich vergiftet, nervig. Kann ich jetzt ein Foto machen? Hier, Screenshot. Bitteschön. War es richtig? Oder soll ich flüchten? Ich kann nicht flüchten. Okay. Dann kill ich es halt. Ich weiß nicht, was ist denn von mir jetzt erwartet? Ich denke mal Screenshot? Keine Ahnung. Foto machen. Autsch, habe ich mich erschreckt. Zum Glück ist meine Kamera heil geblieben. Danke, Partner. Kano! Hey, ich bin natürlich auch dir dankbar. Das Ariados tut mir ein bisschen leid. Es hat bestimmt nicht damit gerechnet, hier auf Menschen zu treffen und von lauter Schreck angegriffen. Wir sollten ein Zelt aufstellen, damit die Pokémon in der Gegend gleich dann merken, dass wir hier sind. Also wie in Gen 8, ein Zelt. Okay. Die
Ähnlichkeiten sind gruselig. Oh, das ist ein süßes Muster mit den Shaman überall drauf. Das ist süß. Und der Pokéball-Öffnung. Gamma! Gamma, Gamma, Gamma! Es ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber das Zelt macht immer noch was her, oder? Mein Vater benutzt es nicht mehr, also habe ich es mir einfach geschnappt. Das wird unser Lager für unsere Nachforschungen zu Blutmond sein. Hallo! Blutmond ist offenbar viel vorsichtiger als andere Pokémon. Deswegen bekommt es kaum ein Mensch je zu Gesicht. Ich würde sagen, wir sollten erstmal gründlich diese Gegend erforschen. Also Partner, deine Aufgabe wird es sein, Pokémon zu fotografieren. Und zwar speziell jene Pokémon, die in nebligen Nächten hier in der Gegend auftauchen. Versuch so viele verschiedene Pokémon wie möglich vor die Linse zu bekommen. Dann gebe ich die Daten in meine Pokémon-Ordnungsmaschine ein. Die filtert nach und nach die Signale der anderen Pokémon heraus und spuckt so am Ende den Aufenthaltsort von Blutmond aus. Verstehe ich nicht. Ach, geht mir genauso. Wer soll das verstehen? Ich hab hier auch nicht genau, wie das Ding funktioniert. Aber so scheint es in der Anleitung, die ich im Secondhand-Laden bekommen habe. Irgendwie wird schon klappen, oder? Bisher habe ich herausgefunden, dass hier in der Gegend in nebligen Nächten ein paar Dutzend Pokémon-Arten auftauchen. Also noch jetzt einen neuen Pokédex anfangen, oder was? Den Fotodex? Am besten teilen wir uns auf die Arbeit auf. Also schieß bitte Fotos von 10 Pokémon-Arten. Mit vereinten Kräften werden wir Blutmond ganz sicher ausfindig machen. Ach ja, achte darauf, dass die Pokémon schön groß auf dem Foto zu sehen sind. Auch mittig und so, ne? Du hast ja Pokémon New Snap gespielt, ein bisschen, oder? Ja, hab's angefangen. Okay, reicht. Und damit unsere Protomative nicht weglaufen, solltest du auch kein Reich-Pokémon benutzen. Sprech mich an, wenn du bereit bist. Dann warten wir im Zelt auf den Nebel bei Nacht. Wieso muss ich dich nochmal dafür ansprechen? Los geht's. Bist du ready? Klar doch. Was ist das denn hinten los? Achso, ein Trombock. Was kann man fangen? Oh. Mist, ich hab's getauscht, egal. Super, dann lass uns hier im Zelt auf den Nebel bei Nacht warten. Yay. Okay, wir haben jetzt einfach nur auf Black gefadet und jetzt wieder rausgefadet. Und jetzt ist der Zeitpunkt, um aufzubrechen. Ich sehe auf dich, Partner. Forschung beginnt. Ist das wirklich wie ein Gen 8 hier? Okay. Hier hätten wir direkt schon mal unser erstes, ne? Ein kleines Fukano. Das müsste eigentlich dazu erzählen. Fukano! Oh, du hast ein Foto von Fukano gemacht. Das hilft uns zwar nicht bei unserer Forschung, aber Fukano scheint sich zu freuen. Naja, immerhin. Okay, wir haben eine kleine Quest, eine kleine Minigame. 10 Pokémon fotografieren. Da hinten sehe ich schon ein erstes. Ein Bebarock. So gut oder ist zu klein? Bebarock, das Fadenwurf-Pokémon. Ob es wohl im Baum ein Nest spinnen will? Fantastisch, ich wusste, dass du mir eine große Hilfe sein würdest. Forsche fleißig weiter. Ich verlasse mich auf dich, Partner. Hier ist ein Pokémon. Die Musik. Die Musik ist dieser eine Wald aus Gen 4. Ich wünsche, das Motiv muss größer sein. Oh, sorry. So? Mit der Pose sogar. Mogebam, das Imitations-Pokémon. Im Nebel könnte man das glatt für einen echten Baum halten. Wow, bist du ein richtiges Naturtalent. Okay, höher gelegene Orte. Wow, die Musik. Kann ich das nicht lauter machen? Ich kann leider nicht pausieren im Moment. Hm, schade. Hallo. Lichtel. Kerzenpokémon Lichtel. Die schwebende Flamme sieht im Dunkeln einfach magisch aus. Findest du nicht? Das ist ein gutes Auge für Fotos. Was war das? Ein weiteres Seeberag. Ja, okay, brauche ich nicht. Ich finde das so schade, dass die Musik so leise ist. Aber kann ich kurz sagen, dass die Musik voll schön ist? Das ist so ein Remix von... Na, wie gesagt, im alten Wald dort. Und da sind direkt zwei weitere Pokémon. Das Duo. Kann ich die gleichzeitig fotografieren? Das ist ein schlechtes Foto, oder? Weil man hier nichts sehen kann. Doch, sieht sie. Okay, erkennt sie. Volbeat und Illumise. Einfach ein perfektes Paar. Tolles Foto. Du bist einfach spitze. Hier ist so eine Höhle irgendwo. Okay. Eine Höhle. Was haben wir hier? Was ist, wenn ich jetzt eigentlich ein Shiny finde? Habe ich da einfach die Arschkarte oder was? Das Gefühl, die Antwort lautet ja. Ich erhöhe ganz kurz die Audio für euch.
ein bisschen still, weil die Musik ist so schön. Haben wir zwei von diesen süßen Pokémon. Leider nicht mittig. Ah, reicht. Primova, großer Pokémon. Die schöne Weide scheint diesem Pokémon sehr zu gefallen. Bemerkenswert. Ich hoffe, es stört nicht, dass ich lauter gemacht habe. Oh, es ist so schön. Oh, perfekt. Kurz bevor es sich bemerkt hat. Requiem Pokémon Zwirrlicht. Bei Requiem muss ja was anderes denken. Egal. Im Nacht zu begegnen hinterlasst einen bleibenden Eindruck, nicht wahr? Wo ist denn wirklich gelungen? Oh, es ist weg. Oh, war nur ein Geist. Existiert nicht wirklich. Hier ist die Höhle. Was haben wir denn da drüben? Nee, ehrlich, was haben wir denn da drüben? Was? Hä? Was? Ah! Giftechsen-Pokémon, Lurlung! Ob es wohl im Dunkeln auf Beutejagd ist? Warum steht es eigentlich an der Wand? Ich hab keine Ahnung. Warum sind alle drei von denen an der Wand? Ist das normal oder... Also soll das so sein oder ist das ein Bug? Das frage ich mich halt gerade. Aber okay, uns fehlen noch zwei Pokémon, die wir fotografieren sollen. Spawnt einfach direkt vor mir, okay, nett. Wenn wir diese Geister direkt vor einem erscheinen, wollen die mich jumpscaren oder was? Das geht aber gar nicht. Kleinstein! Ist größer als erwartet, kleiner Stein. Aber okay. Passt schon. Ah, Kleinstein, das Gescheins-Pokémon. Pass auf, dass du nicht versehentlich über eines von ihnen stolperst. Übrigens, ich habe eine Donner aus der nördlichen Richtung gehört. Vielleicht gibt es ein Elektro-Pokémon. Ich finde nur noch eine Art. Ja, ist doch eigentlich egal. Gibt nur Tipps, wo man hin könnte. Aber ist eigentlich komplett egal. Lol. Das ist ein schönes Bild. Falscher Angle, aber trotzdem schön. Eichelnuss-Pokémon Samurzel, oder? Einen Moment lang dachte ich, es wäre eine echte Nuss. Das war das letzte fehlende Foto. Weil mehr traue ich dir nicht zu. Ich mach den Rest schon. Gut gemacht, Partner. Dun, dun. Ja, das ist kein Minigame. Bisschen kurz anschauen. Ja, sind okay. Wenn wir deine und meine Fotos zusammennehmen, dann haben wir Fotos von allen Pokémon in den dicken Wald gemacht. Wer sieht so 50 Pokémon fotografiert? Ich so 10. Wir haben es geschafft! Juhu! Ich bin dir wirklich total dankbar. Fuka! Dann lade ich die Daten gleich mal auf die Pokémon-Ortungsmaschine. Es scheint noch eine Weile zu dauern, bis die Daten analysiert sind oder so. Keine Ahnung. Übrigens sind die Fotos, die du geschossen hast, wirklich toll geworden, Partner. Worauf wartest du, wenn du Fotos machst? Worauf ich achte? Realität abzubilden? Das Pokémon gut in Szene zu setzen? Auf nichts Besonderes? Was wäre gut bei Fotos machen? Das Pokémon gut in Szene zu setzen, schätze ich. Das Pokémon gut in Szene zu setzen? Du hältst also den Moment fest, in dem dein Motiv am vorteilhaftesten aussieht. Weißt du, ich stecke gerade in einem kreativen Tief. Egal was ich tue, nichts läuft so, wie ich es will. Dabei wurde ich immer als Fotografie-Genie gefeiert, als ich klein war. Aber seit einigen Jahren fehlt meinen Fotos einfach das gewisse Etwas. Sie erhalten keinerlei Anerkennung von Preisen, ganz zu schweigen. Das geht jetzt schon so lange so. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, warum ich überhaupt noch Fotos mache. Oh, Voga? Aber als mir das Gerücht über Blutmond zu Ohren kam, da dachte ich, vielleicht verändert sich ja etwas in mir, wenn ich so ein beeindruckendes Pokémon fotografiere, was noch nie jemand gesehen hat. Also habe ich alles stehen und liegen lassen und bin hergekommen. Nicht aufgeben. Sie schaffen das. Keine Ahnung, welchem Alter sie ist. Danke, Partner. Tut mir leid, dass ich dir hier was vorgeheult habe. Tüdelü, 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 tüdelü. Ah, wie es aussieht, sind die Daten fertig analysiert. Aber diese Melodie dazu, die klang genauso wie meine Waschmaschine, wenn sie fertig ist. Das ist ja ein Ding. Haben Sie die Melodie einfach wieder verwendet? Oha, voll reusen von Assets. Wie kann man es nur wagen? Okay, mal sehen. Es gibt nur ein Signal, das sich nicht mit den Daten deckt, die wir im Wald gesammelt haben. Das muss Blutmond sein. Endlich wissen, wo es sich aufhält. Hey, durch das Gespräch mit dir fühle ich mich irgendwie weniger angespannt. So befreit. Wenn es dir recht ist, würde ich direkt zu Blutmond gehen. Bist du bereit, Partner? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe Angst. Ich freue mich an, wenn du bereit bist, Blutmond zu sehen.
Leute, nur wenn ihr ein Like da lassen könnt, kann ich Blutmund sehen und es beim nächsten Mal fangen. Also seid dabei, wenn ihr das sehen wollt und lasst ein Like da. Sonst habe ich Angst. Nur Ogerporn habe ich, um mich zu beschützen. Süßes kleines Ogerporn. Und es trägt die Maske nicht, wenn man es rausholt. Oh. Kriegt jetzt Schaden? Bildschirm wackelt. Es rennt zu viel.